meiner Linzmütze. Das muss im Gewässer sein. Felsen, also Granit und sowas. Ja, so und ausgewachsen und so schöne Formen da. Weil es sieht also so wässrig aus, wie lackiert außen. Nein, das ist durch Polieren und sowas. Also, so, sind wir alle hier? Komm bitte mit rein. In der Pagode haben wir keine Bedenken, aber hier draußen. Das ist der Westsee, 20 Kilometer rundherum. Gehen wir mal auf den Hof da hinten. Das ist in der Platz. Du hast einfach gesagt, bei den letzten Tempeln, wie die reingehen, wo die Himmelsfeder auch ist. Hm? Himmelsfeder, wo in die Wolken fliegt. Ja, in die Wolken fliegt. Wir haben. Gibt es drei. Also. Heilige Mutter. Ja. Das ist aber hinten eine Abteilung. Ja, genau. Wir gehen zum Kloster. Wir gehen erstmal zu Buddha. Und wünsche für uns gutes Wetter in Ruhe. Ja. das ist ein Volksglauben in dir. Ja. Und da gibt es die drei. Was sind das? Drei Wünsche oder drei Hoffnungen? Nein. Hat mit drei Hoffnungen nichts zu tun. Das sind alle Wünsche. Alles Wünsche, ja. Alle Wünsche. Ja. Alle Wünsche. Und aber für jetzt und nicht für später. Ja, das sind welche Wünsche? Das ist wieder etwas anderes. Das ist Taoismus und das ist der Wunsch für den Menschen in Asien. Drei Wünsche. Langes Leben. Glück und Wohlstand. Ah, ja, gut. Hat mit der Rode nichts zu tun. Ja, das ist normaler ja, Mensch. Ja. Ein langes Lebensglück. So. Also viele Dinge sind mit drei. Drei heiligen Damen oder bei Buddha drei Zeiten. Drei Zeiten. Drei Buddha, drei Gesichtszüge. Aber der Mittlere. Der Mittlere, der ist Buddha für die Gegenwart und links ist für die Zukunft. Rechts, also von oben runter gesehen, auch von uns und umgekehrt. Von uns gesehen rechts für die Zukunft und links für die Vergangenheit. Auch drei. Und dann bei den heiligen Müttern drei Damen. Für Himmel, für Gewässer, für Berge. Ja. Oder bei den Konfuzianisten. Halb konfuzianistisch, halb taoistisch. Das sind die drei Wünsche. Wohlstand, Glück, langes Leben. Ja, hier sind wir
auf der Chenpo-Pagode. Übersetzt heißt das die Pagode zur Absicherung zum Schutz des Landes. Die ist schon sehr alt, alte Geschichte, schon etwa so seit 7. Jahrhundert hat man von dieser Pagode nicht diese Form. Ja? Aber immer auf dieser Stelle diese Pagode. Wenn wir reingehen, in der Mitte können wir rein, wir müssen von einer Seite rein. Und wir müssen die Schuhe draußen lassen. Und hier in dieser Pagode können wir auch nicht so näher rangehen wie die eine kleine Pagode bei Ho Chi Minh. Aber das sind auch hier etwa im gleichen Prinzip zwei Wächter. Verzeihung. So. Hallo Adai. Oh, so, ankommen Sie die? Ah, das ist schon ein Telefon. Ah, trên nhà mạng cái gì? Trên nhà mạng rồi, thế đây biết anh gọi cho mạng được cái gì? Em, tức là em đón anh từ Thiên Mụ về, anh lên Thiên Mụ trước, em đón người giả tòa cấm gì? Ok, được, nhất trí, được, em đón anh từ Thiên Mụ về. Nhưng đón Thiên Mụ là phải khoảng 12 giờ thời gian. Ok, rồi. Số này em kêu tên gì? Thí Toàn à? Toa. À, xoa. Căn mùi xoa. Ok, rồi nhất trí, mai từ Thiên Mụ trở về. Rồi, em sẽ ăn rú. Còn bố thiếm á. Und wir haben uns gebeten, die Botschaft morgen ein bisschen umgekehrt zu machen. Das heißt, wir fahren nach dem Frühstück mit dem Auto zur Pagode und von der Pagode runter in die Stadt mit dem Boot da. Ja? Also nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, nach dem Frühstücken ein bisschen runter mit dem Bus runterzufahren zum Hafen und von da nach zur Pagode. Sondern nach dem Essen gleich zur Pagode und nach dem Rundgang in Pagode runter, also zum Abwärts Richtung Hafen. Das ist gleich. Geht schneller, Strom abwärts. Das geht auch schneller. Es ist so, wir haben Gruppen. Und die Gruppen machen immer so eine Seite. Und wenn sie eine Gruppe so darf ich um 9 hochbringen und dann nochmal zurück zu fahren, um an der Gruppe abzuholen und dann nochmal zurück und da haben sie immer so den gleichen Begleiter. Also bitte, wir hätten gerne, dass wir euch von da abholen gegen Produktion und so. Ich habe akzeptiert. Kein Problem, das ist hier morgen. Heute ist hier noch. Ich glaube, drin ist hier irgendwie eine Zeremonie. Und wir sehen, okay, wir sehen, wie in anderen Pagode zwei Wächter an beider Seite. Und alle Figuren zwischen diesen zwei. Ja, es sind gute Figuren. Auf der linken Seite sehen wir drei Romanfiguren. Eine Geschichte, also in der Pagode kann ich nicht lassen. Auf der rechten Seite dann der Jade-Kaiser. Noch weiter rechts haben wir Medvedev, Putin und was weiß ich, alle prominente Gäste, die hier schon zu Besuch waren. Auch Vietnam hier führende Chefs, die waren auch hier. Also es ist die wichtigste Pagode in Hanoi. Ja? Also Arbeitsklaven, hier ist dann die heiligste Pagode. Die wollen wir schon am zweiten Tag machen, aber das war zum Mittag und die haben zu. Und da müssen wir essen gehen und das war zu voll. So, hätte ich eine halbe Stunde eher, dann können wir diese Pagode besuchen in aller Ruhe und dann kommen wir auch zum Restaurant zu einer Zeit, wo nicht so viel waren. Aber ich
wusste nicht, dass so viel aufeinander kommen. So, ich bitte euch, links und rechts Schuhe draußen zu lassen, wer reinkommt, und ich komme mit rein. Heute ist Messe, das sind alle die Oma da. Da sollen wir nicht reingehen, wir sind hinten. Heute ist eine Messe und viele Omas sind da. Und wir wollen, wir sollten. Ja, bitte, Foto schon. Haben wir nicht Schuhe draußen lassen? Wie? Wo ist der Mensch? Der Mensch da vorne. Da vorne. In der Mitte. Ah, in der Mitte, ja. Nee. Hier hinten. Ah, hier hinten. Das ist ein Podest. Okay. Hinter den Basen, da ist so ein Podest und er sitzt da. Da. Es ist keine normale Messe. Eine Familie, jemand war vor kurzer Zeit verstorben und die haben mit diesem weißen Band da, ein Trauertuch da. Und wahrscheinlich heute ist der 49. Tag nach dem Tod von einem 49 Tage nach dem Tod. Vorher nicht. Vorher in der Zeit, im Gleichtag, dem Tod bis zum 49. Tag, da wird der Mensch zur Rechenschaft gezogen, bestraft, belohnt und sowas für seine Handlung auf dieser Erde. Und erst ab 49 Tagen, da kann man Gebete, da kann man Geschenke, da kann man Opfergaben bekommen. Vorher sozusagen ist man zur Untersuchung haftet. Sieben Bogen durch verschiedene sieben Gefängnissen. Okay. Das ist in der Mitte sind Verwandtschaften von dem Toten. Da sieht man das Bild von der Toten auf der anderen Seite. Guck mal. Da ist bestimmt hinter den Speisen, da ist ein Bild. Aber man kann jetzt nicht sagen, Mann oder Frau. Und dieser Buddha-Baum stammt aus Indien. Okay. Das hat der Gaya, oder? Ja, das hat der indische Präsident gebracht. Ah, okay. 1957, das sind auch schon über 60 Jahre. Okay. Pass mal auf, hast du dein Handy da, dann machen wir jetzt mal Aufzeichnung. Dass du das einfach lernst, was du immer wieder mal jetzt, weil du mit dem Handy bist. Grün muss es sein. Nee, ja. Die Wette, nee. Nee. Es ist, ich habe auch von. Es ist hier unten drin, du musst es, glaube ich, erst vorholen. Ja, nee, du musst es erst vorholen, dass es hinten kann, weißt du? Ja, das ist hinten dran, du musst es jetzt erst. Oder ist es das hier? Nein, das ist Altimeter, Höhenmesser. Ah, okay. Warum hat es nur Frauen? Das ist ein Mann da. Ja, für klein, aber so viele Frauen, weil die Männer arbeiten, oder? Nein, das ist solche Gebete, meistens Frauen dabei. Ah, ja. Aber wie bei das, uns, bei uns sind es die Alten in der Kirche, die Rosenkranz beten. Ja, genau. Auch die Frauen, das sind bei uns meistens Frauen.
Ich habe vielleicht, ich habe sogar mein Bild da drauf als, Anerkennungsbild da. Das ist das Letzte, was du gemacht hast. Ja. Aber das muss hier hinten sein. Du hast es noch nicht vorgeholt, weißt du? Das ist die Materien jetzt. Das ist das Letzte. Dann hast du es erst wirklich runtergeladen. Shotgun, das habe ich dabei noch mitgemacht. Eben. Ja? Weil es ist, weißt du, wenn du es runterlässt, ist es hier als Letztes. Dann ist es dort. Gut, ich ja, ja, ich wollte ja nur, dass du, weißt du, ja, wenn man es immer wieder mal macht. Ja. Also einer von der Lage her, auch von der von Glauben, da sind die Menschen in Hanoi der Meinung, dass ich die heiligste Pagode in Hanoi. Und der Buddha-Baum hat man gepflanzt hier seit 1957. Der indische Präsident hat das gebracht, geschenkt. 1958 war Ho Chi Minh auch zu Besuch in Indien. 1958 hat er einen Buddha-Baum kleinen mitgenommen nach Hause und hat gepflanzt hinter der einsäuligen Pagode. Da haben wir vielleicht nicht genau hingeschaut, aber da ist einer. Und gleich hier vorne ist dann das Denkmal von John McCain. Ja, ja, ja. Nur ganz kurz, wisst ihr, was ein Bodhi-Baum ist? Bodhi-Baum? Ein Bodhi-Baum. Das ist der Baum, der Buddha die Erleuchtung hat. Und das ist so ein, und das ist der indische Präsident, der den Glückwunsch hat geschenkt. Das ist in Bodh Gaya in Indien. Es gibt vier Hauptorte von Buddha. Und Bodh Gaya ist der Ort, wo die Erleuchtung überkommen wird. Der alte Bodhi-Baum, der war natürlich riesig, der Original existiert natürlich nicht mehr, aber die Ableger. Und so sind wir Ableger, der war ein Ableger. Darum, das ist der Bodhi-Baum, der Baum der Erleuchtung. Unter diesem Baum hat er gesessen und denkt über Taten, Handlungen und hat dann bekommt eine Erleuchtung. So die Geschichte bei Buddha. Man sagt, das stammt ursprünglich von diesem Originalbaum. Ja? Ich darf nicht, es wäre unfair, wenn man hier mit Megafon da reinkam. Und daher haben wir versucht, dann näher zu euch ranzukommen und ein bisschen lauter zu prüfen, aber auch so in einem Ton, dass das nicht hört. Und dann ist nicht ganz so schön. Ja, warum nur Frauen? Habe ich schon im Bus gesagt. Das ist die Aufgabe von den Omas. Wichtig ist, und vor allem Frauen über 50. Unter 50, da muss man ganz vorsichtig sein. Also über 50, da kommen sie ständiger. Da, also ist sie schon ein bisschen getrennt von dem Mann. Und unter 50, ein paar Tage zuvor, kein Kontakt mit dem Mann. Natürlich, Buddha weiß nicht, ob sie doch beim Mann war. Aber das sollte man dann seine Seele, seine Körper reinhalten beim Buddha. Und auch deswegen mit über 55 sind die Opa und Oma geworden und getrennt. Damit sie jeden Tag in die Pagode gehen kann, meine Oma. Es ist bei uns so. Ich bin auf der dritten Etage oben. Meine Frau ist auf der zweiten Etage.
können Sie ja auch in die Kirche. Das ist bei uns normal. Ja, aber wenn ihr zusammen seid, kann sie ja wirklich in die Kirche gehen. Also in die, dahin gehen. Ja? Aber das heißt, man sollte getrennt von dem Mann. Am Tag zuvor, besonders am Tag zuvor, wenn man am nächsten Tag plant, in die Pagode zu gehen. Ja? Das ist ein asiatischer, so praktiziert. Ja? Keine schaut danach, aber man muss den Gedanken klar sein. Morgen, ich glaube, morgen komme ich zu Buddha und so, ich soll körperlich auch rein sein. Also nicht nur im Kopf, sondern körperlich auch rein sein. So die Philosophie. So, das ist die Hauptabteilung. Und diese Pagode hat auch noch Abteilung, also für private Hecke für die Menschen, wo sie studieren. Hier sind die, haben die ständig Besuch am Tag und so was. Zwischen diesem Gebäude und dem anderen Gebäude, da hat einen Eingang. Das ist die Ecke, die Gedenkstätte für die Menschen, die hier gelebt haben, gewidmet haben. Und auch eine Ecke für die drei heiligen Mütter. Also zwischen diesen zwei Anlagen hat man die private Wohnung von den Menschen. Die leben hier. Natürlich brauchen sie nicht sauber zu machen. Da kommen die Frauen, die helfen da. Ja? Das sind drei diese Helfer. Das machen sie gerne. Sogar früher Zeit bei meiner Geburtstag. Da ist es so. Pagode bei uns, sagen wir erstmal im Norden, typisch Maya-Buddhismus, großer Fahrzeug. Jede Pagode hat Reisfelder, hat Ländereien, hat Garten, hat Buchschund um. Denn man lebt von dem Einkommen, was man vom Feld bekommt, vom Garten bekommt, von Dienstleistungen. Und das tun, also die Arbeit tun die freiwilligen Helfer, die Damen und vorzeitig auch Männer dazu. Ganz anders ist im, wie im Süden oder besonders im Kampfland, in der Buddhismus, die Pagode hat keine eigene Wirtschaft. Überhaupt keine Geldquelle. Hier die Pagode bei uns haben Geldquelle durch Spenden, durch Dienstleistungen, was weiß ich. Aber im Kinderbuddhismus hat man keine. Sanierung, Aufbau, Anschaffungen allein durch Spenden der Leute. Sogar das tägliche Essen. Bis zur in Luan Prabang zum Beispiel, die Menschen ganz auf den Straßen und auch sie warten schon, also praktisch Gläubiger, gekniet am Wegrand mit Opfergabe, Bananen, Stück Reis, Brot, Käse, auch mit keine Butter, also praktisch vegetarische. Und die Menschen, die gehen vorbei und sagen, okay, heute mit von hier. Eine Banane, von dir ein bisschen Reis, von dir vielleicht etwas. Und dann ich merke in meinem Schüssel da, was ich in der Hand habe, ich trage es mal für heute. Dann gehe ich in meine Zelle und arbeite weiter. Und mit diesem Essen, was man spendiert bekommt, auf den Straßen, der, wo die, sagen wir, die, naja, nicht nur Gläubige. Es gibt auch Touristen, die machen das. Und früher um 5 auf und Bananen und sitzen am Tag dran und marschieren die Mönche vorbei. Das ist im Laos und Kambodscha. Es ist auch dort ein bisschen anders. Buddhistische Studenten oder Studenten, wenn sie buddhistisch gesinnt sind, da können sie während des Studiums eine Übernachtung in der Pagode bekommen. Ganz junge Leute. Sie haben aber dann ein gelbes Gewand und da können sie ihrem Studium nachgehen, zum Unterricht, zur Vorlesung. Aber Nachmittag oder Vormittag, je nachdem, dann
dann müssen sie die Arbeit für die Pagode schaffen. Sie kriegen gratis Wohnungen und gratis Essen den ganzen Tag, aber nicht so wie wir. Wir essen dann richtig bei ihnen nur einmal am Tag. Da muss man aushalten. Ja? Da muss man aushalten bis zum nächsten Tag. Das ist bei Maya Bonis bei uns nicht, weil die Pagode eigentlich nur Wirtschaft haben. So, dann haben Leute geguckt, Mensch, der Mönch, der hat einen Schuss in der Hand, geht einfach stumm durch die Gegend und die geben schon etwas zum Essen. Ich tue das. Besorge mir ein Gewand, beschaffe mir eine Schüssel, auch an ihnen vorbei, aber bitte keine Bananen. 10 Euro. So ungefähr. Geld. Geld, ja? Und die Pagode konnte nichts machen gegen diese Fälschung. Lange diskutiert und der Staat kann nicht eingreifen. Die sind so uniformiert als Mönche und ein Mönch auf offener Straße festzunehmen, wäre schon ein politisches Problem. Das sage ich, weil wir in Saigon vielleicht auch so noch sehen. Ab und zu sieht man noch. Das sind gefälschte Mönche und die ein Teil von dieser Richtung, die haben auch diese Bettler. Die haben ihre 1000 Jahre Tradition gestoppt. In Vietnam, wenn wir einen Mönch mit Schüssen unterwegs sehen, 100% gefälscht. Aber nur den festzunehmen, geht das nicht. Weißt du, das gibt es bei uns auch. Ja? Falsche Behinderte, ja, die sich setzen in Rollstuhl, ja. Ja. Und Geld. Ja, ja. Das gibt auch bei uns gefälschte Behinderte. Bei uns auch, aber bei uns ist nicht dieses Problem mit den gefälschten Menschen. Ja. Ja, ja. Fisch ist was bedeutet diese Aufgabe? Sie haben Zirkel freigelassen. Ja, das ist so Sitte beim Buddhismus. Man kauft paar Vögel, paar Fische und lassen sie frei, so dass man die Freiheit anders freilassen und dann kriegen wir etwas von der Natur oder vom Buddha. Aber es ist keine gute Sitte. In Saigon werdet ihr die Tianhao-Pagode in Chinatown sehen. Ja, da verkaufen sie in Käfigen kleine Vögel, Schwarze. Und die Gläubigen, die haben die lassen frei, ja, aber die sind interessiert, die fliegen am Nachmittag irgendwo und wird wieder gefangen. Kommt ins Netz, morgen geht es weiter. Oder Schildkröten. Am Eingang sehen wir sicher auch Schildkröten. Und das ist auch bei uns verboten. Es gibt eine Sorte, nicht so große. Und die hat man aus Amerika eingeführt vor ein paar Jahren. Das sind rotohrige Schildkröten. Die sind etwa so 15 cm maximal groß. Einkaufen, freilassen, Gewässer, da tut man auch im Buddhismus. Aber diese rotartigen Schildkröten, die sind Fremdtiere hier und die fressen alles und machen kaputt. Und daher hat man auch große Aktionen eingeführt, um die wieder einzufangen. Man sieht das öfter auf den Seen, schwimmende Insel, ja? Plastikrohr zusammen gemacht zu einem, dann wie eine Pferde, ja, und dann drauf ein paar Pflanzen, aber das ist eine Falle um die rotartige, das ist nicht so Dekoration von dem See, sondern eine Methode, um diese Fremdtiere wieder wegzubekommen und zu beseitigen. Die werden, wenn sie gefangen werden, gleich beseitigt, also tot gemacht. Weil die Schwendetier sind. Von anderen Städten, die machen dann, das ist genau so eingeführt. Man hat eingeführt, im Ausland ist kein Problem. Dann haben diese zwei da jetzt die Schildkröte ins Meer getan. Ja. Und da ist für die Vögel haben sie losgelassen. Ja.
Ja, wir haben gesehen dort in der Schachtel, dass das etwas lebt. Ja, ja. Und jetzt sind die Leo-Schachtel da. Ja, ja. Vorher haben wir gesehen, dass sie da. Und das wäre verboten. Nein, das ist nicht verboten. Nur diese rotohrige. Die heimische. Die eine. Es sind Fremdtiere vom Ausland eingeführt. Anfang sagt man, das ist so heimlos. Ich habe nicht erkannt, dass das Hindus gesehen. Gibt es das nicht in Vietnam? Hinduismus sieht man bei uns meistens. In Saigon. Das ist neben großem Markt Internet Tempel, Hindus Tempel. Ja? Vielleicht sagt ihr im Weiteren in Saigon, er soll das zeigen. Also liegt bei vom Zentralmarkt. Und hier in Hanoi haben wir nur eine Repräsentation. Ja? Also der Hinduismus ist bei uns im Norden nicht so verbreitet. Wir haben auch hier eine Moschee. Aber das ist auch nur als Repräsentation. Und dann haben wir auch in Hanoi hier ein Tempel von den Kaisern. Auch nur als Republik da, dass wir dann das haben. Aber Hinduismus ist auch nicht so weit. Nein. So, wir gehen jetzt zu den Omas. Vielleicht gehen wir. Ja? Trong ngày bà cụ ông cụ hay là 49 là cháu 49 này 49 ngày gì đó. À giờ để phá cho con em pha còn nói luôn chia chia pha cái phép đó. Ôn hỏi cho chú giác mạnh bài ôn tìm khai ông ở trong cái phênh nì. Nên jeder Mensch nach seinem Tod wird sofort ins Gefängnis abgenommen. Neun verschiedene Höhlen. Wird bestraft für schlechte Taten, wird belobt für gute Handlungen. Und nach 49 Tagen wird man befreit von diesen Gefängnissen und sind die dann auch gleichberechtigt wie alle anderen, führen auch Wünsche, Geschenke von Familienangehörigen. Vorher nicht. Vorher ist der Tote sowieso im Gefängnis und kriegt dafür nichts. Das ist unsere Philosophie. Ja. Hallo. So, Privatraum für die Menschen. Da haben sie ein Haus, ihre Behausungen und so weiter. Zu dritt nicht gewünscht. Ganz kurz, ich habe hier ein paar Informationen, dann lasse ich euch frei. So, meine Herrschaften, alles hierher für eine Minute. Hallo! Dieser große Raum auf dieser Insel benutzt man für zwei verschiedene Dinge. Einmal als Gedenkstätte für die Mönche, die hier gewirkt haben. Also für die höchsten Würdenträger, für den Chef dieser Anlage. Und da sehen wir hier in diesem Haus eine Seite mit vielen Figuren. Aber viel wichtiger ist hier dieser Garten. Jeder Turm ist ein Grab, ein Mönch, nur den höchsten. Mhm. Und wenn schon, dann 40, 50 Jahre lang gewirkt und nicht nur ein paar Tage. Ja? Der höchste Würdenträger. Die sind alles hier beigesetzt. In diesen Türmen, verschiedenen. Hier im Garten, groß oder klein,
auch günstiger in viel Zeit. Das könnte man von dem letzten Vorsitzenden, also der war hier Mensch, der hat Bildträger und später dann Vorsitzender des Verbandes der Buddhisten Vietnam. Man hat irgendwann so diesen Tod gewahrt, diesen großen, das ist neu. Das ist etwa so 15, 20 Jahre. Und das ist auch ein bisschen anormal. Ja? Das ist auch ein bisschen so politisch, dass der Staat belobigt seine, sagen wir, Mitwirkung. Aber sonst sind die Menschen, die haben so große und auch kleinere. So, und hier haben wir auf der linken Seite nochmal die Heilige Mutter. Zweimal, mal links und mal rechts. Das sind die Damen, die gerne Schnapser. Nee, nicht trinken. Wir haben nur Zuschauer da. Ich lasse euch frei, 10 Minuten hier rein oder da raus, Fotos. Aber da muss man den Schuhe Schuhe muss man auch schlafen. Das steht irgendwo da. Es steht ja. Du Huhn, ja. Warum ist da diese Statue eingepackt? Mit Papier und Plastik? Nicht eingepackt. Doch? Doch, nein, nein. Das ist fertig gemacht. Er wartet noch drauf, dass er eine Seele bekommt durch eine buddhistische Zeremonie. Und das ist nicht einfach. Man sagt also, es ist noch Holz. Es ist noch nicht heilig. Er ist heilig, wenn er schon von den Mächtigen akzeptiert wird durch diese Zeremonie. Hier haben wir die Damen, die sind auf dieser Seite. Ja, eine Dame, die Heilige Mütter, und dann auf der anderen drei Heilige Mütter. Ja, haben wir schon gesehen. Ja? Das sind die Mönche. Das sind keine Mutter. Die Mönche haben verschiedene Gesichter. Ist das nach jemandem oder einfach? Das ist hier eine Gedenkstätte für die Mönche. Ja, ja? Aber sie sehen verschieden aus. Das sind Menschen. Das sind Menschen. Das sind spezielle Menschen, die hier gewirkt haben. Aha, und die sind nachher. Denn die Gesichtszüge sind so. Gesichtszüge von diesem. Ja, von diesem, ja. Ich möchte noch schnell, muss man den Hut immer ausziehen? Wenn man da reinkommt, ja. Ja, sollte man schon. Wegen Respekt. Schuhe muss man ausziehen. Schuhe, ja. Also wenn ich da reingehe und meine Linzmütze, da kann der Buddha schon verstehen, damit die Gäste mich. Aber aha. Normal ist abzusetzen. Das ist normal. Aber Entschuldigung, nur ja? Die Männer oder auch Männer und Frauen? Bei uns ist es in der Kirche so, die Männer müssen vor allem die Hüte abziehen. Die Frauen haben keine Mütze, ja, aber nicht auch, mit der Maske da rein, bei Buddha da rein. Nein, aber ja. Die Frauen trugen ja früher immer Hüte, vielfach ja? Hüte. Nein, bei uns im Prinzip mit Hut. Ja, im Prinzip mit Hut soll man das allgemein. Das gut, wir treffen uns in, wie spät hast du jetzt? Halb vier. In 10 Minuten werden wir fertig sein mit Fotografieren, ja? 10 Minuten am Eingang da, also nicht am Bus, der Bus ist weg. Der hat kein Parkplatz bekommen und wenn wir voll sind, dann hole ich ihn. In 10 Minuten, wo der Eingang war, das gelbe Tor. Das gelbe Tor, also, ja? Und dann zeige ich euch so eine Stelle, wo man diese Anlage am schönsten fotografieren kann. Und in der Wartezeit kommt der Bus, ja? 10 Minuten am Eingang. Also in 10 Minuten am Tor da, ja? Draußen am Tor.
Matthias! Der Treffpunkt sollte hier sein. Okay. So, wenn ihr nicht rein wollt, könnt ihr langsam hier links gehen. Ja? Ja. Da kommt ihr zu diesem Auto gleich im ersten Raum da. Ja? Thank you. Das ist hier gleich. Tschüss. Em đi tiếng gì? Cách sinh tiếng Nga, à tiếng Trung Quốc. Dễ chịu, trong nó cũng dễ chịu hơn cách Trung Quốc nữa mà. Nó không bựa như cách Trung Quốc. Cách Trung Quốc chỉ được mỗi tội ăn nhanh, không ai bằng. Nhưng mà cách châu Âu thì nó ăn lâu lâu ơi, lâu lên thối đất thối cát. Mình muốn đi, bây giờ từ giờ đến tối, còn chỗ này, còn đi thuyền, còn Đại Nội, còn từ Đức này thì không mà đi mà ăn cướp. Đây chỉ cho 30 phút thôi. So, es geht weiter. Meine Herrschaften, es geht weiter. Links nach hinten. Beim Ausgang machen wir ein Foto von diesem Turm. Ja? So, dann kommt ihr bitte auf dieser Seite weiter mit nach hinten. Im Internet kann man auch noch diese Verbrennung verfolgen. Ne? Ja. Es ist immer im Internet und das ist 1963 da. Ja. Und der Platz, wo der Mensch sich in den Brand gesetzt hat, hat auch jetzt auch eine, ist ein größer Platz geworden, auch mit dem Denkmal und sowas. Ja. Also der ist beim Brand gestorben, den hat man nicht versucht zu retten oder so. War so spät. Weißt du, mit 10 Liter Benzin ja. Okay. Und mit einem Feuerzeug, das im Nu, und wenn du auch so eine Feuerlöscher da hast, hielt auch nicht. Keine Chance, ja? Keine Chance da. Alleine vielleicht durch Wegnehmen von Sauerstoff bist du schon tot. Ja, bist du schon tot, bist du schon nicht mehr da. Aber die ganze Aktion, die war gefilmt. Die war dokumentiert. Und das ging ihm nur um die ganze Welt. In diesem Fall auch gewollt. Ja. Und die sind auch überrascht von dieser Aktion. Die haben gedacht, ja, die Buddhisten, die sind meistens so harmlos so. Ja. Und jetzt kommen sie auf einmal, vielleicht haben sie ein Gebet und sowas. 1000 Leute ringsum, Polizei weit draußen, in der Mitte der Mönch mit seinem Gebet und auf einmal, boom. Und das war sogar live. Das war 63 von Amerikanern live übertragen. Oh ja. Ja. Und diese Aktion kann man auch heute noch im Internet immer wieder sehen. So, komm, ja? Auf die Sechste. Was hat das für eine Bedeutung? Ich dachte, ich stand vor der Bank oder hin. Auf der Seite hängen diese. Auf der Seite hängen so wie Krawatten.
Nein, das sind keine Krawatten. Ja, das sind so Fahnen. Die sind fünffarbig da. Ja. Und das ist so eine, sagen wir, die Fahnen in dieser Form zur Dekoration gemacht. Also es sind keine Krawatten, sind ja, immer so, klar, aber fünf Farben. Fünf Farben wird das sein. Fünffarbige Flagge von Buddhismus. So, gut, ihr könnt dann weiterkommen. Ich warte hier auf die nächsten. Zeige euch den Weg. So, wir werfen einen Blick in die private Atmosphäre der Novizen. Ja, hat man sogar abgeschirmt. Das sind so Zimmer, wo die Jungs gegessen haben. Sie haben ein Tagesprogramm. 3:30 Uhr Glocken schlafen, aber nicht für alle. 4 Uhr Kung Fu, Tai Chi. So, 35 Frühstücken. 35 Frühstücken. Ja. Vegetarische Frühstück da. So, 6 Uhr Vorbereitung auf Arbeit. 37 Forschung, Lernen, zur Schule gehen. 10.45 Uhr kleines Mittagessen. Kleine Mittagpause. So, dann ein bisschen schlafen um 12 Uhr. Ja? Also Mittagessen, kleiner Mittagsschlaf. 14 Uhr geht wieder mit dem Lernen los. So, 16 Uhr wieder Kung Fu, am Nachmittag Kung Fu Übung. Dann 17 Uhr, die Türkeis, die auch als kleines Essen. Kleines Abendbrot. So, dann der Freizeitgestaltung eine Stunde. Ja, Sport, da geht er zur Schule. Ja, das ist dann schon ein Erwachsener. 19 Uhr lernen, 19.30 Uhr große Glocke schlagen und 21 Uhr muss man zu Bett gehen. Tagesablauf für die Novizen, die hier. Das sind meistens so Kinder von Familien, also nicht nur weißen Kinder, sondern auch Kinder von Familien, die aus Dankbarkeit gegenüber Buddhismus einen von den Söhnen verpflichtet haben, du sollst vielleicht Mönch werden. Und dann schickt man die Jungs hierher. Also nicht immer weißen Kinder. Und hier haben sie die Möglichkeit, buddhistische Lehre zu lernen, normale Ausbildung in einer normalen Schule, im Dorf daneben und Nachmittag Vertiefungsstudium im Buddhismus. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Und die Frauen, gehen die auch ins... Die haben eine andere. Hier für die Jungs. Ja, hier nur gibt Jungs. Es schon die das Frauen gibt es schon, ja. Das ist ja auch Pagoden, wo die nur Frauen sind. Hier meinst du nur Jungs, und also Jugend. Ja, und manchmal auch hell. Also ein bisschen grau. Ja? Ah, ja. Waren sie dort jetzt auch grau und blau? Ja, ja. Grau und braun. Und die Zahl 7, weißt du, diese Pagode dort beim Eingang? Das sind verschiedene sieben Stöcke. Ja. Bedeutet das 7 etwas für euch? Doch schon. Also schon? Besser 9. Besser 9? Aber ah, ist 9 ist besser? Nicht, ja. In der Neu haben wir 9. Ah. Diesen Turm. Die war 11 gestern. Gestern? Die waren 11 mit den weißen Buddhas. Also mit diesen zwei kleinen oben. Ungerein, ja. Alle. Ja. Alle, ja. Jeder Stock. Immer ja. Ungerade Zahl. Also immer ungerade Zahl. Aber am besten nicht die 9. Die 9. Die beste ist Zahl. Besten, ja? Okay. Haben Sie ein paar Novizen gesehen? Die sind rausgekommen, ja. Ja, die sind jetzt da. Die sind alles in dem Zimmer da. Ja? Und das ist die Küche? Das ist die Küche, das ist der Essraum und das wird hier gekocht. Ja? Das heißt hier nur für Männer. Ja, Scheidung. Aber meistens Jugendliche. Da sehen wir oft hier auch so Damen, Gehilfe und sowas da. Aber die bleiben hier nicht. Die kommen zur Arbeit. Für sie. Die kommen kochen. Kochen, ja. Das waren ja die 11.
Das ist in Hanoi, ja. Ja, das ja, ist ja, in Hanoi ja. Und das sind ja alle 11. Die ist aber neu gebaut. Die ist noch nicht so alt. Auf dem, aber allgemein in Asien ist die 9 die höchste Zahl. Da sieht man überall 9 Drachen, 9 Schirme, 9 Generale und sowas. Also immer mit 9. Ne? Im Prinzip ungerade Zahl. Es ist vielleicht noch Mittagpause. Vielleicht, jetzt kommen Sie langsam drauf. Sie haben, jeder hat eine Arbeit. Ja? Entweder irgendwo Studium, Lernen und sowas. Ja. Oder Hilfe in einer anderen Pagode. Ja. Oder Touristen rausschicken. Ja. Nein, die sind auch sehr schön, angenehm. Ja, kein. Gut, ja, nur steht hier dran. Also hier hat man diese Form gemacht, um das zu verhindern. Ja. Ja. Ein hartes Arbeitsprogramm haben sie da. Ich habe vorhin übersetzt, um 3 schon aufstehen. Um 9:30 muss man zu Bett gehen. Es ist, also es liegt aus um 9:30. Ja. Sind das auch so Zeitmönche? Da geht man ein Jahr, 2 Jahre? Nein, oder bei uns nicht. Bei uns nicht. Okay. Nur im Hinner-Buddhismus, ja. In Kambodscha, in Laos. Ja, genau. Ja. Thailand auch. Thailand auch, da geht man manchmal bis 18 und dann kann man sagen, nö, ich möchte nicht mehr als Mönch. Ja. Ich habe die Zeit lang als Mönch gelebt, in so einer Pagode, richtig wie alle. Erst möchte ich heim. Erst möchte ich ein hübsches Mädchen aussuchen und eine Familie gründen. Das ist die Freiheit. Ja. Wie können das? Das ist nicht. Mehr aber hier in Vietnam, wenn schon, dann muss man richtig ausführen. Okay. Und wenn man inzwischen mit dem Alter verliebt in einer jungen Dame, dann muss man aufgeben. Nein, Schluss. Ja, ja. Aber das ist möglich. Das ist möglich. Das ist keine Strafe. Wie alt sind Sie, wenn Sie hier hinkommen? Ah, die hier, ja? Ja. Das sind nicht, die sind etwa so 9, ab 9 und dann 8 so. Das sind so jugendliche Kleine, aber nicht Kleinkinder. Das ist kein Waisenhaus, ja? Ich glaube um 2 und 3 da gehen die meisten zur Schule, Nachmittagsschule. Und die fahren auch normal. Die sind dann in Grau angezogen. Ja? Die in Braun, die sind schon in einer Stufe höher. Ja, und bei den Kleinen. Die nächste ist der schwarze Gürtel. Nee, aber da sieht man an den Haaren. Ne? Ja. Es ist eine Frucht. Es gibt einen Namen, heißt Brot oder sowas. Man kann das auf Feuer. Und man genießt es wie Brot, also eine Frucht da, als Ersatz für Brot. Es hat einen Namen, ich auf Deutsch, ich habe leider nicht im Kopf da. Ich muss ja nachschauen. So, vielleicht wenn die Wiese nicht ganz so nass ist, da würde ich empfehlen, am Sounder, zum Sounder zu gehen und vielleicht einen Blick in die Ferne zu werfen. Wenn es nicht so nass ist, ja? Nicht so dreckig ist. Ja? Singen. Wie? Singen oder ein Gebet oder man hört etwas. Irgendwie so ein Lautsprecher oder sowas. Aber von hier, wenn man hier steht, sieht man ringsum. Weit, Kilometer weit, nur Gräber. Ist es sumpfig? Nein. Nein. Ich habe Bedenken, das ist zu tief. Sam, komm hierher. Diese Ecke sieht man. Die Gräber.
nur richtig gezahnt, aber riesig große Gräber. Und weit, bis man nicht mehr das Ende sieht. So hofft man, wenn der Tote hier begraben ist, hat man Schutz vom Buddha. Ist nicht weit vom Buddha. Das geht weit, weit, Leute. Viel zu viel. Und von sehr großen Gräber. Also jeder, glaube ich, 30, 40 Quadratmeter. Also es ist allein. Jetzt haben wir nicht so viel Boden, Flächen. Und dann muss man, so wie bei uns im Norden, so wie bei mir zu Hause, jede 2 Quadratmeter. Oh, jemand auf Zaun da? So, hier ist jemand drauf und macht ein Foto da. Du kannst da hinkommen, da ist eine Frau da. Ist Zeit, ja? Gut, ihr macht Foto und langsam nach vorne. Die Zeit wird bald um sein. Weiß man, wie viele Gräber es sind? Das kann man nicht zählen. Das weiß man nicht. Wir werden noch sehen. Überall. Ja? Jedes Dorf hat einen Friedhof. Oh, das ist ein. Hier ist ein. Das sind die Gräber zu groß da. So. Also. Wir wollen unbedingt ein Bild von da draußen, von dieser Ferne. Von den Gräbern. Von den Gräbern, ja. Ja. Gibt es noch eine Möglichkeit, diese zu fotografieren, diesen Hügel? Sicher. Ah, okay. Sicher, ab dem Berg der Morgen. Ah, ich wollte nur sagen, um diese Pagode, bringt so ein paar Kilometer weit. Ja. Wir werden dann morgen schauen, nach Möglichkeit. So, die Zeit wird bald um. Ich gehe zum Ausgangspunkt, ja? Ihr könnt dann auf der rechten Seite nach vorne gehen. Und ich warte euch da vorne am Eingang. Beide Seiten geht nach vorn. Nur vielleicht hat man auf der anderen Seite vielleicht noch etwas zu sehen. Und ich hier auf der Seite, weil ich den Weg schon kenne. Wir gehen langsam nach vorne, ja?
Chào à. Ừ. Ừ, giờ cảm ơn cháu. Ở lễ tân cái trạng cái gì em cái gì rồi. Ok, giờ cảm ơn cháu. Giờ. Nhưng mà chú còn đang chạy đuổi chương trình 12 giờ rưỡi mới ăn chưa xong. Bây giờ đang trên thiên mộ xong đi thuyền về. Xong nên chị bước xong lại về Hà Nội. Còn em chạy cướp thời gian đây nhá. Ok, rồi. Glocke ist auch sehr schön. Schön gegossen vor 300 Jahren. Ja, es sind immer 30, manchmal mehr als 30, sie sind nicht einheitlich. Ich stehe auf den 20 Pfund. Ja. So. Kleines Moment. Ja, wir schauen noch kurz wegen einem Kühlschrank. Ja, aber wir müssen dann zu diesen Booten. Welche? Ich habe da vorne. Ja?